Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, bevor ich dann nächste Woche, also wenn ihr das Video hier eigentlich hier wieder seht, habe ich ja schon wieder mit dem Tracken und so alles angefangen, da ich ja dann wieder so ein bisschen definieren will und sonstiges, habe ich mir gedacht, mache ich ein What I Eat in a Day, was ich alles davor noch esse. Also ja, es wird schon noch so okay sein, wie ich es alles so dann essen werde. Also ja, viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, dass ihr mich danach dann abonniert. Also ja, abonniert mich auch jetzt schon gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber ja, ich würde mal sagen, wir legen jetzt mal los. Als erstes habe ich hier erstmal ein Brötchen mit portugiesischem Thunfischaufstrich und dann noch mit etwas Käse drauf. Die andere Hälfte esse ich einfach nur mit dem portugiesischen Thunfischaufstrich auf. Dann das zweite Brötchen, aber wirklich dann wieder mit dem Thunfischaufstrich. Das andere war das Sardinenaufstrich. So, dann noch mit dem Käse drauf. Die andere Hälfte aber nur mit dem Aufstrich wieder. Dann habe ich hier jetzt noch zuletzt die Joghurt Bowl. Einfach mit griechischem Joghurt, etwas Müsli, Banane, Honig und ein bisschen Nutella. So, ihr Lieben, ich habe jetzt ein kleines bisschen wieder Hunger bekommen. Ich habe jetzt die Hälfte der anderen, die andere Hälfte der Nussschnecke jetzt genommen, da ich die gestern gegessen hatte. Ja, also das werde ich jetzt hier essen und ja, erstmal meinen Hunger stellen, bis später. Wieder einen kleinen Snack geholt und zwar die Bio-Kichererbsen-Chips von DM. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Also habe ich die mir jetzt auch ein bisschen rausgeholt gehabt, so zum Snacken. Denn ich werde erst später dann so richtig essen. Denn ich bin mir am Überlegen, wieder einen Döner zu holen. Aber einen richtigen. Mal schauen. Aber zuerst erstmal die hier snacken. So Leute, jetzt geht's ab. Dann schnell kurz einen Döner holen. Ich hoffe, die haben noch offen. Denn ich habe schon irgendwie recht Lust auf einen Döner. Wenn der nicht offen hat, muss ich gucken, was ich dann esse. Aber ja, dann geht's ab. Döner holen. So Leute, und schon wieder zu Hause. Und ich habe mir jetzt den Döner geholt gehabt. Das kann ich euch jetzt hier auch jetzt kurz zeigen. Das hier ist der prächtige Döner. Schon etwas größer natürlich als meine Hand. Mit Arm natürlich, also nichts Spezielles. Also ein ganz gewöhnlicher Döner. Das werde ich mir jetzt reinziehen. So Leute, dann noch zum kleinen Abschluss habe ich hier noch ein wenig Schokolade. Das ist so eine Sorte hier. Und ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen was davon zu essen. Da, ja, ein wenig was Süßes habe ich jetzt schon noch Lust. Also ich nehme aber auch nur diese kleinen zerbröselten Stücke. Denn das war ja schon lange im Kühlschrank und das war so ein bisschen zerbröselt. Und ja, das bisschen werde ich jetzt essen und ja, sieht auch ziemlich lecker aus mit den bisschen an, ich glaube, Strawberry und sonstiges, was da alles so drin ist. Also ja, das bisschen an Schokolade werde ich jetzt essen. So Leute, das war dann mein Tag, was ich alles gegessen habe, bevor ich dann wieder mit der Diät starte. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen auf irgendeine Art und Weise. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr es auch noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dabei aber auch noch zusätzlich die Glocke aktivieren. Das könnt ihr gerne hier unten alles machen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Teilen wäre auch nicht schlecht. Wenn ihr mich auch auf Instagram besucht, könnt ihr da auch das gerne machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen auch darüber. Ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!